Jo, Leute! Willst du mich verarschen? Muss ja für uns heute auf die Leiter dort hinten sieht fertig aus. 14 Uhr an einem Sonntag, deswegen ich sehe gerade übel scheiße aus, gar nicht vorbereitet, einfach so aufgestanden direkt. Ich wollte schon länger was zeigen, das ist schon locker so seit 2 Jahren, das wollte ich schon seit 2 Jahren auf YouTube einmal präsentieren, aber ich bin nie dazu. Rede nicht so lange und so viel, mach einfach kurz. Voll unmotiviert. Ich würde gerne Vlog machen. Tama. Linda, komm her, Baby. Komm her, Baby. Auf jeden Fall, Leute, ich habe da seit 2 Jahren schon etwas, was ich immer zeigen wollte, aber nie dazu gekommen bin, weil ich gedacht, das juckt sowieso keinen. Auf jeden Fall, erstmal erzähle ich euch eine Geschichte. Auf jeden Fall, Leute, bevor wir dieses Haus gekauft haben, das war, da war so ein alter Mann, ne? Wie alt ist der jetzt ungefähr? 100 Jahre? Hey, nein, der ist zu Besuch gekommen irgendwann einfach, wo wir hier schon gelebt haben. Auf jeden Fall. Der ist 90 oder so. 90 Jahre alt? Ja. Da war ein Mann, ne? Der ist zu Besuch einmal zu uns gekommen. Da war ich noch klein. Ich blende mal jetzt ein Foto ein. Ich wusste nichts von euch, wusste also von gar nichts und so. Und ich konnte ihn auch nicht Fragen stellen. Ich wünschte, ich würde ihm jetzt Fragen stellen, was das hier alles zu bedeuten hat oder allgemein, was hier alles passiert ist. Denn wir haben im Garten etwas entdeckt. Ja, ich würde, bevor ich das zeigen werde, erstmal weiter erzählen. Auf jeden Fall, vor dem Zweiten Weltkrieg war dieses Haus, was ihr hier seht, ihr kennt hoffentlich mein Haus auch von innen, das war früher eine Metzgerei, also vor dem Zweiten Weltkrieg. Was danach passiert ist, Hitler ist an die Macht gekommen, hier wurde alles verwüstet und jetzt kommen wir auch schon zu dem Thema, worüber ich... Ist Hitler nicht der Dritte Weltkrieg? Auf jeden Fall, nach dem Zweiten Weltkrieg, wie gesagt, war hier alles verwüstet und so. Jetzt kommen wir auch zu dem Thema. Komm langsam hier hin. Komm hier langsam. Auf jeden Fall, Leute, beachtet jetzt nicht dieses Holz hier und so. Mein Vater wollte vor ein paar Jahren noch den Garten säubern, hat dann eine Schaufel genommen und hier einfach überall rum gegraben und ist dann auf einmal gegen etwas gestoßen. Warum? Ich weiß nicht, egal. Und das würde ich euch gerne zeigen. Das ist einfach ein fucking Bunker. Es ist einfach ein scheiß Bunker. Oh mein Gott. Leute, so, what the fuck, was los? Das werden wir auf jeden Fall jetzt von innen betrachten. Ich werde jetzt mal eine Leiter holen und dann gehe ich da runter. Leute, ihr müsst wissen, da ist ein bisschen Wasser, auch wegen Regen und so. Deswegen, ich werde versuchen, da runter zu gehen. Und wir schauen uns ein bisschen um, auch wenn ich da schon runtergegangen bin und da meistens gar nichts war. Versucht das so wegzugraben. Ich würde einfach mal sagen, ich hole eine längere Leiter und dann sehen wir uns gleich. So. Leider ist er. Alter, da unten ist es dreckig, sein Onkel. Alter, schau mal vor, ich fall jetzt runter. Ui! Oh fuck! Das ist da auch noch übel dreckig. Das sind einfach. Das sind einfach diese Schnecken, Alter. Du willst da wirklich runter? Baller ich wieder runter. Ja, Mann. Boah, wenn da eine Ratte ist, Alter, ich sterbe. Muss ich, pass auf. Oh, Schiller. Du bist so dumm. Oh, fuck. Okay. Okay, Leute. So, Leute, ihr seht auf jeden Fall, das ist hier übel nass. Hier, ich muss sagen, hier gibt es nichts Besonderes. Es ist einfach nur ein Raum. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, für was dieses Raum wird, aber naja, da ist auch noch so eine Ecke. Ich habe mich echt immer gefragt, ob irgendwas hinter diesen Wänden ist. Ja, vielleicht so ein Schatztruhe oder so. Auf jeden Fall der Bunker. Das ist der Bunker. Boah, das bewegt sich schon, Digga. Bitte fall jetzt nicht auf mich. Guck, wie das aussieht, Alter. Oh, ich hab Angst vor Spinnen, Digga. Ich hab hinten noch ein paar Sachen gefunden, also auch im Keller. Und vor dem Keller ist auch noch so mäßig so etwas, was man aufklappen kann. Boah, hier ist eine Fliege, Alter. Und dann kann man da auch rein. Und ey, dieses Haus ist einfach voll mit Mysterien und sowas, Digga. Ist einfach krank, sowas, ehrlich. Was die immer? Ey, ich film dich nicht. Leute, das wollte ich ehrlich machen, als ich klein war und mein Vater mir das erzählt hat. Ich wollte hier meinen eigenen Raum machen. Also ich wollte hier so Playstation-Raum und so machen, so Playstation-Kabel und so. Ich war voll behindert. Aber ich habe das echt noch nie irgendwie YouTube oder Instagram gezeigt, weil ich mir dachte, irgendwann, Digga. Und jetzt ist der Tag gekommen. So, Leute. Oh, fuck. Ein Tag da drin übernachten. Ihr kennt doch meine Eine-Nacht-Videos, oder? Wo ich eine Nacht irgendwo übernachte. Ich werde heute in einem Auto übernachten. Wieso habe ich mir so großes Fernsehgut? Ich werde heute in einem Keller übernachten. Hajo, Straße, viel passiert. Gib kein Fick mehr. Golasso. Ich werde heute in einer Box übernachten. Hey, da war doch direkt einer. Wieso läufst du zu dem anderen?
du wirst da drin sterben. Ich werde auch da drin sterben, Alter. Aber stell dir mal vor, eine Nacht da drinnen. Auf jeden Fall, habt ihr Bock, das... Nein, schreibt ehrlich mal in die Kommentare, was soll ich jetzt mit diesem Bunker machen? Dieser Bunker steht da jetzt seit Jahren und keiner aus unserer Familie hat irgendwie eine Ahnung, was wir damit machen sollen oder sonstiges. Und ihr seht auch, das ist schon groß, also ist jetzt nicht so klein. Ist halt ungefähr so groß wie die Hälfte meines Raumes. Ja, was soll ich da drinnen machen? Schreibt es einfach in die Kommentare und schaut bei meinem Zweitkanal vorbei. Da ist gestern noch ein Video online gekommen. Das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, gebt doch bitte einen Daumen hoch. Abonnieren nicht vergessen. Schaut bei Snapchat und bei Instagram vorbei. Abonnieren nicht vergessen, um ein Mustifizierter zu sein. Und ciao.